5, 6, 5 bis 6, 7, 8. Bei mir bist du Shane, you've heard it all before, but let me try to explain. Bei mir bist du Shane means that you're grand. Herzlich willkommen zurück beim Bei mir bist du schön Podcast Swingtanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Ja, du kannst es schon hören, Phil ist heute wieder nicht da und das wird sich auch erstmal offensichtlich so fortsetzen, denn Phil ist anderweitig sehr beschäftigt und demnach findet er zurzeit keine Zeit mehr, dass wir gemeinsam diesen Podcast machen. Deswegen werde ich den erstmal alleine machen. Beziehungsweise ich werde versuchen, in naher Zukunft und in den kommenden Episoden eben verschiedene und interessante Interviewpartner und Partnerinnen für dich rauszusuchen oder zu finden. Also falls du ein Interview mit mir machen möchtest, kannst du dich gerne bei mir melden, gerne mit dem Themenvorschlag. Ich habe schon ein paar kontaktiert und ja, ich freue mich auf Rückmeldungen, falls diejenigen das noch nicht in ihren Mails gesehen haben. Es ist ja dann doch immer schwierig, wenn man zum Beispiel bei Facebook noch nicht befreundet ist und dann ja jemanden anschreibt, dann taucht das ja in einer anderen Ecke auf. Deswegen versuche ich weitere Menschen zu kontaktieren und dann hier interessante Interviews zu führen, die für dich interessant sind, zu verschiedenen Themengebieten, natürlich rund ums Swingtanzen. Genau, das erstmal zu dem Organisatorischen. Und jetzt mache ich heute mal eine kürzere Episode, denke ich. Und es geht ja vor allem um so ein bisschen Social Talk sozusagen. Das heißt, so verschiedene Links, verschiedene Sachen, die ich gesehen habe in der vergangenen Zeit, auch schon ein bisschen länger her, so über einen Monat jetzt wahrscheinlich schon, die ich einfach jetzt mal zusammengesammelt habe und dich darauf hinweisen möchte, falls du sie noch nicht gesehen haben solltest. Da sie jetzt schon etwas älter sind, kann es gut sein, dass du sie selber schon gesehen hast, aber immer wieder schön, nochmal daran erinnert zu werden. Aber das allererste hast du mit Sicherheit noch nicht gesehen und zwar, oder beziehungsweise habe ich schon gepostet mittlerweile, aber ja, wir haben jetzt eine neue Plattform für uns sozusagen aufgebaut und zwar auf meiner persönlichen Homepage borisnaumann.de und dann hinten dran bei mir bist du Schoen Podcast, alles mit einem Minus verbunden, aber der Link, den findest du natürlich in den Shownotes, da kannst du dann einfach draufklicken. Und ja, da haben wir einfach mal kurze Vorstellung, wer wir sind, was wir machen, kurze Statistiken, Übersicht und halt die Player, also zumindest die wichtigsten oder die größten Player, bei denen du uns hören kannst, angegeben und nochmal darauf hingewiesen, dass wir uns über einen 5-Sterne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple, iTunes oder Apple Podcasts freuen würden. Und dann findest du sozusagen unten dann alle Episoden nochmal verlinkt oder aufgelistet. Du kannst sie also auch direkt auf der Homepage anhören, wenn du möchtest. Diese Möglichkeit besteht dort auch. Check das gerne mal aus und lass uns gerne ein Kommentar zurück, entweder auf Facebook oder per E-Mail. Da ist auch ein Kontaktformular auf der Homepage, das du auch gerne nutzen kannst. Genau, das erstmal zu den Big News, zu uns selber. Und ja, dann möchte ich erstmal so ein bisschen in die Social-Ecke einsteigen. Und zwar wurde mir das Kürzel ELEF genannt. Und das finde ich ein gutes Konzept, was jetzt vielleicht sich verbreiten wird. Und das heißt auf gut Deutsch oder auf Englisch ist es die Abkürzung Everybody Leads, Everybody Follows. Das heißt also, das ist diese neue Idee von wegen Switch oder neue Idee. Also dass wir als Tänzer und Tänzerinnen frei sind zu wählen, welche Rolle wir tanzen. Und wir können das auch innerhalb des Tanzes wählen oder wir können das einfach von vornherein klarstellen. Diesen nächsten Tanz führe ich mal oder den nächsten Tanz folge ich mal. Und dann einfach, die Idee, dass wir jetzt zukünftig sozusagen, wenn ihr mal wieder auf Veranstaltungen seid und mit diversen Menschen tanzen dürft, dass ihr dann nicht fragt, möchtest du tanzen, sondern eher, möchtest du folgen oder möchtest du führen? Weil das dann klar ist, okay,
ich bin jetzt ein Follow, ich würde gerne mit, dass du mich führst, oder andersrum, ich bin jetzt Leader und möchte gerne, dass du folgst, wenn man so sagen darf. Ja, oder halt gleich von vornherein fragen, möchten wir tanzen und switchen oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja? Es gibt nochmal einen ganz schönen Artikel dazu, zu diesem Kürzel, und den findet ihr auf bravenewswing.de/elef, verlinke ich auch in den Shownotes. Und genau, dazu möchte ich auch ganz gerne mal mit Brave New Swing sprechen. Das ist noch offen, das ist noch nicht klar, ob der Termin stattfinden wird. Aber ich wäre sehr interessiert, über dieses Thema und andere Themen mit Brave New Swing zu sprechen. Genau, und dann habe ich einige Videos gesehen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar gibt es einmal einen schönen, naja, ein TED-Talk, ja, Talk mit ein bisschen Tanzeinlage. Und der ist auf der Gunn High School gedreht worden und von Calvin Liu und Samantha Nguyen. Die haben da beide ja, das Thema, ja, also der Titel heißt Breaking Down Gender Roles in Swing Dance. Das heißt, sie haben nochmal, also in dem Tanzen, was sie gemacht haben, haben sie geswitcht. Das heißt, von Leader zu Follower, von Follower zu Leader, und haben eben ja, sozusagen auf der Bühne klargestellt, dass es egal ist, wer jetzt hier die führende Rolle tanzt und wer die folgende Rolle tanzt. Und da haben sie dann eben nochmal nach dem Tanz nochmal, ja, klargestellt, dass das im Swing-Tanz alles erlaubt sein darf und auch, ja, gerne, wie sagt man, ja, befürwortet werden soll und weiter gespreadet werden soll, dass das auch, ja, mehr und mehr in die Szenen kommt und dass es das eine tolle Sache ist. Und diesen Talk kann ich nur empfehlen, guckt ihn euch gerne mal an. Sind zwei super Tänzer, Tänzerinnen und, also eine Tänzerin, ein Tänzer, und wir haben einen tollen Talk dazu gemacht mit schönen Slides. Auf jeden Fall sehenswert. Dann gibt es ein, ja, ein super tolles Videoprojekt aus Italien, und zwar von Stefano, also wer Stefano und Giulia kennt, die haben jetzt ein, ja, von, ich glaube von ihrer Tanzschule, glaube ich, ein, ja, ein Videoprojekt gemacht, das sehr aufwendig gemacht wurde, sozusagen wie dieser Trailer, oder dieser ja, nicht Trailer, aber das Intro, wie früher zu Beverly Hills 90210. Das war sehr, sehr, sehr cool. Und die haben das jetzt natürlich nach ihren eigenen Postleitzahlen genannt. Das heißt Swing It, ja, 10133, wenn man das so sagen kann. Und ja, Saggy, ich weiß nicht genau wie, oder Saggy wahrscheinlich, Swing It Saggy. Das ist dann die Stadt, nicht Beverly Hills, sondern eben Saggy. Ja, genau, und da gibt es eben auf Stefano Tertulliani, ich hoffe mal, ich habe das richtig ausgesprochen, einige Videos dazu, sehr, sehr cool gemacht. Das ist teilweise Solo-Jazz, teilweise, ja, ich glaube, Lindy und Shaq Elemente mit drin. Es gibt verschiedene Videos und da gibt es immer diesen typischen Stempel auf dem Video, wie bei Beverly Hills 90210 oder wie ist das damals? Ja, genau. Da guckt mal gerne, dass ihr die Videos findet. Müsst jetzt ein bisschen scrollen, weil ich das schon ein bisschen vor längerer Zeit gesehen habe. Und das sind so, weiß ich nicht, 5-6 Videos, glaube ich, sind sehr, 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 sehr cool gemacht mit verschiedenen Darstellern, in Anführungsstrichen, also verschiedenen Tänzern, haben die sehr, sehr aufwendig und sehr, sehr schön gemacht. Ja, und dann, welche Videos habe ich denn noch hier in meiner Liste? Genau, dann habe ich hier also einen Talk gefunden, der von 2014 ist. Und da sprechen Jean Velos und Irene Thomas über vergangene Zeiten. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen. Da war damals Jean Velos noch fitter, als sie jetzt ist. Und Irene Thomas war ungefähr in dem Status, wo jetzt gerade Jean Velos ist, leider. Also Irene ist halt in dem Talk jetzt schon ein bisschen, sag mal, unkonzentrierter und ein bisschen vergesslicher. Aber Jean fühlt sich sehr gut nochmal durch das Gespräch durch die Zeit durch ihre Erinnerungen. Und das ist, ich glaube, irgendwie eine halbe Stunde dieses Video. Also sehr süß und sehr interessant. Ja, weil diese zwei Tänzerinnen haben eben sehr
viel Einfluss gehabt auf die Tänze damals, beziehungsweise auf den Stil des Tanzes und sind eben in einigen Hollywood-Filmen zu sehen. Und ja, sie haben halt diesen Hollywood-Style sehr geprägt, zusammen mit Dean Collins als Tanzpartner und anderen. Und deswegen ist es nochmal sehr, sehr interessant, wie sie auch mit den, also über die Partner sprechen, mit denen sie getanzt haben. War also auch sehr, sehr cool. Dann habe ich noch ein Video gefunden von Conny und Dado, Dado wahrscheinlich. Die sind ja jetzt keine Swing-Tänzer, aber sie sind Social-Dancer, meist glaube ich eher so lateinamerikanisch. Aber sie haben ein interessantes Video ja auf ihrem Video YouTube-Kanal gepostet. Und das nennt sich, du brauchst mehr Figuren. Und das Figuren haben sie durchgestrichen und dahinter geschrieben Tanzfluss. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr guter, eine gute Sache, die wir auf Swing-Tanzen generell übertragen können, weil gerade viele Menschen, die mit Swing-Tanzen beginnen, auch in der jetzigen Zeit oder auch vor der komischen Zeit, haben mir gesagt, okay, ich brauche jetzt mehr Figuren. Ich habe so wenig Repertoire und ich langweile jetzt hier meinen Follower, also gerade aus der Liedersicht. Und als Follower auch so, ja, ich brauche hier mehr Footwork-Variationen. Mein Leader, ich merke, dass der Leader mir irgendwie Raum gibt, aber ich weiß gar nicht, was ich machen soll und alles schwierig. Und ja, man fühlt sich immer so, oder viele fühlen sich einfach ja, nicht tanzwürdig oder einfach, wie soll ich sagen, also einfach, mir fehlt was und ich brauche mehr. Und die sprechen sehr, sehr gut darüber, dass einfach Tanzfluss da sein muss und dann brauchen wir gar nichts Fancyes, sondern es ist schön, wenn wir einfach die Figuren, die wir als Basic sozusagen immer gern haben, dass wir die vielleicht mal in eine neue Kombination mischen und dann trotzdem versuchen, immer im Flow zu bleiben und dann einfach so mehr, ja, mehr Variation reinzubringen, einfach dadurch, dass wir nicht immer dieselben Abfolgen tanzen, sondern einfach dadurch, dass wir mal die Abfolge mal ein bisschen verschieben und vertauschen. Und das bringt schon ganz viel Abwechslung, aber auch gleichzeitig Ruhe in den Tanz. Und das haben die sehr, sehr gut dargestellt in einem kleinen und kurzen Video. Kleinen und kurzen, ja, genau, ein ganz kleines Video. Man kann es auch auf den ganzen Bildschirm vergrößern. Genau, und das finde ich sehr, sehr cool. Könnt ihr gerne mal anschauen. Und falls ihr natürlich für andere Tänze euch auch interessiert, könnt ihr da auch die anderen Videos schauen. Die sind, glaube ich, sehr, sehr gute Tänzer und Tänzerinnen. Und das lohnt sich auf jeden Fall, falls ihr in anderen Tänzen interessiert sein solltet, diese anzuschauen. Dann habe ich ein schönes Video gesehen, und zwar aus, ja, wo kamen die nochmal genau her? Manhattan, kann sein. Ja, ich glaube Manhattan, also New York. Und die haben Moses Supposes, diesen Teil von Singing in the Rain, haben sie ja, neu vertanzt, sozusagen, neu aufgenommen. Sie haben den Anfang von diesem Video, vom Originalvideo genommen und dann hinten dran, wo dann eigentlich, ich glaube, wer ist es? Gene Kelly und ja, noch jemand. Die steppen da und tanzen und das haben die Tänzer aus New York eben nachgetanzt ja, in freien Städten, Teilen in der Stadt. Unter anderem als Tänzer ist da dabei Caleb Teicher, den finde ich, den kenne ich jetzt persönlich von zum Beispiel Jazz Roots aus Paris. Ein sehr, sehr geiler Stepper und ja, aber also da sind alle Stepper sehr, sehr gut. Und ja, die sind dann, glaube ich, aus einer einzigen Tanzschule, so wie ich es verstanden habe. Das ist ja, sehr, sehr geiles Video und wer das Original nicht kennt, dazu habe ich euch nochmal das Originalvideo in Anführungsstrichen nochmal verlinkt. Also diese Tanzszene aus dem Film. Original in Anführungsstrichen, weil das jetzt halt in Farbe ist und in HD. Also ja, es ist schon der originale Tanzteil des Filmes, nur halt ein bisschen aufgepeppt. Ja, dann habe ich, ja, das war das an Videos. Jetzt gehe ich nochmal hier durch, aber es ist nicht sortiert, nach welchem Genre ich hier meine Aufzeichnungen habe. Ja, dann habe ich nochmal ein paar Infos zu Workshops und Veranstaltungen. Also, zum einen gab es jetzt schon wieder einige Workshops und auch etwas größere Workshops, die zumindest auch früher groß waren. Ich hoffe, du hast daran teilgenommen. Ich habe leider noch nicht an einem größeren Workshop teilgenommen,
weil sie jetzt dann doch jetzt wieder offline sind. Und das freut uns sehr. Und natürlich finden sie jetzt unter den 3G-Richtlinien statt. Das heißt, entweder geimpft, genesen oder getestet. Negativ getestet natürlich. Und ja, das war zum Beispiel der Havelhopp, der dieses Jahr wieder in Potsdam stattfand, in einer kleinen und gemütlichen Runde. Also deutlich weniger Personen und, wie ich gehört habe, auch also nur draußen, glaube ich, also mit einem großen ja, Veranstaltungszelt. Also ich kenne Veranstaltungszelte immer so ein Bierzelt in Anführungsstrichen, ja, also von der, ich weiß nicht, wie ihr es bei euch sagt, Kirmes oder Fasching oder keine Ahnung, also so Dorffesten kenne ich das. Und das ist einfach so ein unsexy, flaches Zelt. Aber nein, in Potsdam haben die sehr schöne, naja, Pavillon-ähnliche Sachen, die eher rund waren und ja, an ein Iglu-Zelt erinnern vielleicht, nur halt viel größer. Und ja, an allen Seiten offen. Und deswegen war das sehr gut belüftet und hat genug Platz für Tänzerinnen und Tänzer und Lehrer natürlich auch gefunden. Das haben sie sehr cool gemacht und sie hatten auch in der Nähe oder beziehungsweise auf dem Gelände eine Teststation. Das heißt, jeder konnte sich dann morgens testen dabei, also vor dem Unterricht. Das war auch sehr, sehr gut organisiert. Und ja, da waren auch, ist jetzt mal wieder komischerweise, das ist echt interessant, also ja, Lehrer aus dem Ausland da, natürlich. Das ist ja, da wollen wir ja zurück hin. Und ja, also ich habe jetzt nicht alle im Kopf, aber es waren zum Beispiel aus dem Ausland waren jetzt Sky und Frieda da und die ja jetzt auch aus zwei verschiedenen Ländern kommen. Und ja, Joe war auch da, Joe Hofberg, die wohnt ja allerdings auch zurzeit in Berlin. Aber ja, das sind sozusagen zumindest ausländische Trainer. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr cool und ich freue mich, dass es da langsam wieder losgeht. Und ja, unter anderem hat auch jetzt Bern in der Schweiz angekündigt, dass von 4. bis 6. März 2022 wieder Leaping Lindy stattfinden wird. Und das ist ein Workshop, falls du dich dafür interessierst, der Shag, Lindy Hop und Authentic Jazz beinhaltet. Die Links findest du in der Videobeschreibung. Sehr, sehr nice. Und ja, das war es erstmal jetzt zu den Veranstaltungen. Also, die gehen jetzt so langsam und hoffentlich auch dauerhaft wieder los und weiter. Das möchte ich doch stark hoffen. Und ja, es ist natürlich in verschiedenen Bundesländern sind die Regelungen verschieden, in verschiedenen Ländern ist es verschieden. Also Deutschland, Österreich, Schweiz und andere Länder. Sind die Regelungen halt immer wieder verschieden. Und ja, es ist halt immer noch eine Herausforderung bezüglich Quarantänezeiten und den Bestimmungen, was denn jetzt erlaubt ist und was denn nicht erlaubt ist und wie viele Personen dürfen da rein und dürfen wir eine Band mitbringen und wie, ja, also diese ganzen Geschichten machen es leider immer noch für Veranstalter schwierig, in dem einen Bundesland mehr, in anderen weniger. Und ja, jetzt zur Zeit der Aufnahme stehen die Wahlen auch bevor. Das heißt, ja, bundesweit wird sich da jetzt eventuell in Zukunft noch was verändern. Ich hoffe zum Positiven. Aber die Hauptsache ist, dass wir gesund sind, gesund bleiben. Und demnach gibt es da natürlich einige ja, Voraussetzungen oder Bestimmungen, die definitiv sinnvoll sind und beachtet werden sollten. Gut, dann gehe ich noch hier durch meine ganzen Sachen hier durch, meine Notizen. Genau, ja, dann habe ich jetzt nur noch ja, eine bzw. zwei Sachen. Also eine Sache habe ich noch gefunden. Ich weiß nicht, wie ich da wieder mal durch den Algorithmus gekommen bin. Jedenfalls gibt es mittlerweile zwei Videos, die sehr ja, cool und lustig, aber sehr aufwendig gemacht wurden, auch von einem Künstler, der sich Rudy Mancuso nennt oder Mancuso oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Jedenfalls ein einzelner Künstler, der sich selber in verschiedenen Kostümen und mit verschiedenen ja, Instrumenten oder Rhythmen gefilmt hat und da so eine Szene aufgebaut hat mit einer Story sozusagen und hat dann eben im Endeffekt mit Body Percussion und ein paar Instrumenten ja, coole Songs sozusagen erstellt und das finde ich sehr, sehr kreativ und geil und
Ja, das müsst ihr euch mal ansehen. Es ist schwer zu erklären. Das eine ist es sind eigentlich zwei Fahrstuhlvideos sozusagen. Das nennt sich dann Best Elevator Music. Und da gibt es zwei Versionen daraus. Und ja, das finde ich sehr cool gemacht und sehr inspirierend. Und ich selber, mal so aus meinem Privatleben mal erzählt, habe jetzt seit 2, 3 Wochen auch ja, angefangen, hobbymäßig mit Body Percussion, was auch sehr viel Spaß macht. Und genau, das hat mich jetzt daran erinnert. Und deswegen möchte ich das gerne mal mit euch teilen. Schaut euch das gerne an. Ist ein kurzes Video, sozusagen eine Songlänge pro Video, sehr kurzweilig. Und ja, dann habe ich noch eine Sache gesehen aus Berlin, aus einer Gruppe in Berlin. Die haben einen Flyer gepostet, wo sie ja, neue Menschen in ihre Szene einladen. Und auf diesem Flyer ist irgendwie ja, nochmal klargestellt, wer denn alles willkommen ist und wer nicht willkommen ist, weil es offensichtlich ein aktuelles Thema wieder ist, zumindest in Berlin. Ich habe es leider nicht mitbekommen oder vielleicht auch zum Glück, ich weiß es nicht. Jedenfalls haben sie nochmal darauf hingewiesen, dass ja, dass alle gemeinschaftlich Swing tanzen möchten und alle offen sind für alle Personen, aber nicht willkommen sind RassistInnen, FaschistInnen, Homophobe und SexistInnen. Und ja, das ist definitiv, also ich hoffe zumindest, dass es definitiv auch die Sicht von allen Swing-Tanz-Szenen, das mache ich stark hoffen. Und ja, falls das nicht der Fall ist, ist das sehr bedauerlich. Wie gesagt, ich habe da keinen Fall weder in Berlin noch in anderen Städten mitbekommen. Aber natürlich gibt es immer wieder mal Menschen, die andere Gesinnung sind oder andere Meinungen haben. Natürlich haben wir ja zum Glück auch in Deutschland die Meinungsfreiheit. Aber ja, natürlich kann man auch mal sagen, bezüglich meiner Meinungsfreiheit, wir wollen hier keine Rassisten, Faschisten, Homophobe oder Sexisten. Und genau, das kann ich nur bestätigen und nur bestärken. Das ist wohl für die Hannoveraner Szene zumindest ist auch der Fall. Und ja, es ist immer eine Sache ausschließen, dass wir also, bestimmte Personen ausschließen, ist immer so die eine Sache, ist eher so die negative Sicht, finde ich immer. Natürlich ist es schöner, wenn man es so beschreibt, dass man eher willkommen heißt, ja, wenn sozusagen man will alle willkommen heißen, aber man muss auch mal sagen, hier dann bis dahin ist aber auch Schluss. Hier grenzen wir uns mal ab. Von daher ist es auch mal gut, mal zu sagen, wer denn nicht willkommen ist, weil es ist halt nun mal nicht jeder und jede willkommen. Es ist nun mal so. Ja, okay, das nun mal zu diesem Thema. Und dann habe ich noch zwei Memes gefunden, die ich recht lustig fand. Aber ich kann die jetzt schlecht beschreiben, weil es zwei Fotos sind. Ich weiß nicht, ob ich sie posten kann oder verlinken kann. Falls ich das kann, werdet ihr es sehen. Falls nicht, habt ihr es nicht verpasst, weil ich es nicht beschrieben habe und ihr es euch gar nicht vorstellen könnt. Ja, wie versprochen war das eine etwas kürzere Episode und ich hoffe, ihr habt trotzdem einige Erkenntnisse hieraus mitnehmen können. Oder du. Ich spreche ja bei den Einzelpersonen hier. Also ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ja, ich bin gespannt, wann Phil auch wieder dabei sein kann. Wir werden es sehen. Es kann noch mal ein paar Episoden ohne Phil jetzt geben. Und dann werdet ihr es ja hören oder wirst du es hören. Und ja, wenn es dir irgendwie Mehrwert gegeben hat oder irgendwie, wenn du die Links interessant fandest, die jetzt in den Shownotes sind, verlinke gerne die Links weiter oder verlinke die Shownotes weiter. Und ja, verlinke gerne auch unsere neue Plattform auf meiner Homepage. Da werden wir in Zukunft auch noch Näheres veröffentlichen, was jetzt noch in Planung ist, was noch nicht greifbar ist sozusagen. Und deswegen werden wir da nochmal weiter dran arbeiten. Und ja, dann war es das eigentlich für heute schon. Genau. Und demnach verabschiede ich mich mit einem und Freeze. Man, look out, man. That's a killer. Do it again, Oh, man. That's a killer. Just play that again, man. Got to do it.